No Man's Sky. Eine Odyssee im Weltraum. Viking Dagger. Ich glaube, ich kaufe einen. Ja, das verkaufen die alle. Der Macker hat mir jetzt einen Monolithen gezeigt, aber ich glaube, das ist derselbe, der wo wir gerade waren. Echt? Yep. Mal sehen, muss ich. Ja, ich muss landen. Um den Marker zu entfernen. Oh, ich sehe die gerade rumfliegen. Bist bei mir ganz in der Nähe sogar. So, da ist eine Ruine. Komm mal, die muss immer neu sein, oder? Ich meine, wir sind jetzt ja auf der anderen Seite der Welt. Ja, hier war ich, glaube ich, noch nicht. Achso. Wie. Habe ich gerade in mir wie Ego-Perspektive erwartet. Und plötzlich sehe ich dann meinen Macker vor mir. Und ich so, was? Boah. Obwohl. Vielleicht sollte ich jetzt. Knowledge of the Past, bitte. Zeig mir. Mach irgendwas Neues. Was macht dieses Knowledge of the Past? Ach ja. Ja. Ich weiß, was es macht. Ich hab's nur vergessen. Ruf. Ja. Hä, eben hatte ich gerade eine markierte Ruine oder. Also dieses typische niederländische Symbol, aber jetzt ist es weg. Vielleicht ist es auf einem anderen Planeten oder auf der anderen Seite des Planeten. Keine Ahnung. Na toll. Die Ruine, bei der ich jetzt hier bin, die ist nicht da. Moment. Ich komm zu dir. Aber hier sind halt schon Löcher. Wir waren also definitiv schon mal hier. Boah. Mal sehen, ob das Ding bei dir erscheint. Nö. Okay. Ja. LOL. Guck mal, wie gut ich geparkt hab. Vor allem so halbwegs in Erde bei mir. Aber vor allem, ja, aber wir waren hier schon, weil hier sind halt Löcher. Wow. Hier ist ein Sentinel-Hund. Aber warum? Ich hab die noch nie so. Ah, deswegen. Reinforced Tür. Was denkst du, wie lange es braucht, bis ich das Ding kaputt bekomme? Mach das jetzt einfach. Also noch haben die mich nicht entdeckt. Also die suchen nach mir, aber die haben mich noch nicht entdeckt. Und ich bin gleich schon drin. Okay, jetzt schießen die auf mich. Genau richtig. Ah, bin jetzt gerade reingekommen.
Gut, immerhin weiß ich, warum da Sentinel-Hunde waren. Hulon Warp Otant. Achso, das Trash Beacon jetzt irgendwas gemacht? Nö, hat es nicht. Warp. Starship oder Freighter? Was denn? Nee, das ist hier so ein. Hier ist überall Alarm und so und das Ding sagt mir drei Wörter. Nur eins davon kann ich lesen. Das ist Warp. Mhm. Dann habe ich drei Sachen zur Auswahl: Droppod, Starship oder Freighter. Und Droppod, glaube ich, ist es nicht, wenn da Warp steht. Es kann entweder Starship oder Freighter sein. Mhm. Ja, Starship bestimmt. Ja, aber Freighter sind halt auch Warper, ne? Ich mach das einfach mal, Starship. Mhm. Warte mal. Nope. Leider nicht. Das Distress Beacon sollte doch eigentlich was markieren, ne? Eigentlich schon, ja. Hat es nicht. Ich glaube, es soll normalerweise. Schiffe oder sowas, ne? Ja. Ich habe einen abgestürzten Frachter gefunden. Ein Frachter? Ja. Oh. Ich habe mich gerade gewundert, Alter, was ploppt denn da auf einmal vor mir auf? Ein Riesenteil. Ich dachte erst schon Portal, aber nein. Kannst du den dann für dich beanspruchen? Was weiß das, ich? Das wäre geil. Obwohl, bestimmt nicht. Das ist ein bisschen größer als ein Starship. Keine Ahnung, was ich hier machen kann. Ansonsten kannst du bestimmt gut looten. Irgendwas muss es da geben. Also es ist halt ein riesiges Wrack, ne? Also wirklich, also... Holy shit, ist das groß. SS Osaka, Alter. Bist du gerade weit weg? Nicht allzu weit. Ja, zu Fuß 4 Stunden. Ich hab Bock, das Ding zu sehen. Es sieht schon heftig aus. Ich geh zu meinem Schiff und komm sofort zu dir. Freighter Salvage. New Mission. Ich hab eine Mission gekriegt. Ach. Achso, okay. So sieht das Ding aus. Frag mich, ob man da rein kann. Ah, ich bekomme die Quest nicht. Bist du gerade drin? Was denn? Bist du gerade in dem Ding drin? Ja. Die Quest holst du dir vorne bei diesem. Ja, bei diesem Distress Beacon Dingens. Ja, diesen Ball, ja, war nicht. Du kannst den nicht aktivieren, oder was? Nee. Ah, dann geht das nur für mich, oder was? Aber ich soll hier angeblich irgendwas heben jetzt, aber das geht nicht. Wo ist denn mein Einstiegsloch hier? Moin. Moin. Versuch jetzt irgendwie reinzukommen. Ach da. Gut.
Ich brauche Sodiumnitrat, um das Ding zu öffnen. Hab ich nicht. Ach, schade. Man kann da nicht reingehen. Ich frag mich, ob das Ding... Nö. Doch, ich bin drin. Wo bist du drin? Im Frachter. Kann man da drin was machen? Hier oben? Nö, hier ist nichts. Normalerweise ist hier immer die Lande-Dingens. Ich glaube, das Ding ist nicht so groß wie die, die normalerweise im All sind. Ich brauch wieder Sauerstoff, ey. So, dann kann ich die beiden Kisten hier wenigstens mal öffnen. Beide? Ja, es gibt zwei. So, die öffne ich. Zack. Und was drin? Oh! Da ist Strahlung drin in dem Ding. Gar nicht wenig. Okay, aber war da was drin? Ja, aber Scheiße war da drin. Okay. Was mit dem anderen? Denk dran, dein Refiner steht da noch. Refiner not empty. Wie kann ich den erlernen? Navigational Data. Nice. Woher? Hier aus dem Gebäude, wo ich bin. Zwei. Ich habe zwei davon bekommen. Lagen auf dem Tisch. Ja, nice. Der hat auch noch mal zwei Navigational Data. Okay, mehr kann man wohl nicht machen bei diesen abgestürzten Frachtern. Ah. Ja, willst du dein Ding jetzt noch einsetzen? Oder wollen wir das morgen machen? Ich kann das gerne heute noch machen. Ich mach das jetzt gleich mal. Ja, dann... Hau das mal raus. Ich habe zwei noch, ne? Mhm. Aber jetzt erst... Hauptsache, wir finden einen richtigen Monolithen, ne? Ja. So, ich mach das... Hier. Bitte funktioniert's mal, ne? Input Data. Oh fuck, ich muss zu dem Frachter zurück. Ich hab da noch mein Refinery. Fuck. Es funktioniert mein Custom Marker natürlich nicht. Na toll. Warte mal, ich bin in deine Richtung geflogen. Das heißt, ich muss eigentlich nur in die entgegengesetzte Richtung fliegen. Okay, bleibt das Ding jetzt mal. Ah, Moment, was war denn das jetzt nochmal? Monolith! Nice. Wehe, das ist einer, den wir schon hatten. Ansonsten stellen wir uns bei den Monolithen hin und machen von da an eine Suche. Da kann uns okay, unnötig. Ich finde tatsächlich den Frachter nicht mehr wieder. Ah, naja, ist ja nicht so teuer zu machen, das Ding. Ja. Ich muss dafür in die aus der Atmosphäre raus. Okay.
Siehst du den Marker? Nö. Okay, na dann folgt mir einfach. Aber ich habe auch einen Dagger dabei. Was? In welche Richtung? Da, wo ich bin. So. Alter, wie ich sehe Licht in den, What? Fick das, ey. Das ist wieder da, wo wir waren. Ich glaube, hier gibt's... Auf dem Planeten gibt's wohl nur einen Monolithen oder so. Die Dinger leuchten nicht. Bei mir leuchten die. Okay, versuch du mal. Vielleicht hast du Glück, vielleicht muss ich jetzt plötzlich irgendwie... Lol, lustig wie du aus. Ah, nee, ich habe noch 3 Navigation Data. Stimmt ja. Okay, die Monolithen kann ich nicht aktivieren. Aber die Wortdinger, oder? Okay, dann werde ich. Dann werde ich hier so ein. Lol, es gibt eine Taschenlampe. Ey. Es gibt eine Taschenlampe. Hey. So, wenn er mir das wieder das Ding hier zeigt, dann müssen wir echt den Planeten verlassen. Mhm. Vielleicht gibt es wirklich, vielleicht gibt es nicht auf jedem Planeten. Kannst du hier nicht einfach mal eins machen? Mach ich doch gerade. Achso, machst du. Der wird einem doch nicht die Monolithe direkt vor der Nase zeigen. Mhm. Das Ding ist, er zeigt ja auch andere Sachen, ne? Ja, er kann auch nur Ruine zeigen. Oder eine Tafel. Was ist das denn? Was? Ausrufezeichen. Ausrufezeichen? Warst du gerade bei mir? Ja. Oder bist du immer noch bei mir? Ich bin schon wieder in der Luft. Ach so. Ja, mir wurde gerade eine Ruine angezeigt. Ach, da bist du. Aber was ist denn das denn? Was hast du denn da markiert? Was hast du denn da getaggt? Wo? Ah, das ist, ich sehe dein... Du siehst mein Ding, aber ich sehe meine... Das Geile ist, ich sehe auch deinen Tag, also den Monolithen jetzt. Aber ich sehe meinen nicht. Dann lass mal da hinfliegen, weil da kann ich noch meinen Refiner einsammeln. Vielleicht kann ich den ja markieren. Nee, lass mal den Monolithen markiert. Okay. Aber halt da vorne. Da vorne ist noch eine Ruine. Das mache ich aber danach. Ich glaube, wir müssen für das Ding, das du hast, müssen wir erstmal die Atmosphäre verlassen. Ja, ich bin jetzt da, wo du bei deinem Marker. Yep. Du kannst herkommen. Cool, dass ich den nicht sehe, ey. Ja, funktioniert super, ne? Mhm. Siehst du denn deinen Marker an dem Monolithen? No. Den sehe ich aber. Ich glaube, das ist einfach nur der Fehler, irgendwie so. Das Spiel denkt, dass ich du wärst. Ja. Weil hier steht bei dir im Schiff, steht mein Name dort? Dort links unten? Mhm. Warte. Nee, momentan steht bei dem Schiff tatsächlich Your Starship dran. Achso, okay. Okay, gut, ich flieg jetzt mal zu dieser Ruine. Und wenn das Ding wieder so eine Ruine ist, wo wir schon mal waren, ich glaube, dann kann man doch irgendwie den Planeten verlassen.
denke ich mal. Vor allem vorhin, als ich das Ding aktiviert habe, den ich habe einen Rocket Launcher, cool. Den Signal Booster. Mhm. Dann habe ich die andere Ruine gefunden. Die ich vorhin nicht sehen konnte, die wir dachten, die, okay, die im Boden wäre. Die ist oben in der Luft. In der Luft? Ja. Okay. Die war oben in der Luft. Okay, gut, ich war hier schon. Hä? Nö, ich war schon bei der Ruine. Ich glaube, wir sollten einen anderen Planeten aufsuchen. Aber welcher Planeten war noch gut? Also der neue Planet, der ist auch nicht so feindlich. Hm. Ja, können wir ja morgen mal ausruhen. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal. Ah, okay. Hin. So, ich steig einmal aus, dann speichere ich. Ja, ich glaube, ich fliege da jetzt nochmal hin, schon mal, und dann, speichere ich dort. Ja, okay. Obwohl, ich mache da nochmal so einen Signal Boost. Machen wir was schon mal für morgen. Ja. Okay. Alles klar, dann so. Bis morgen. Jo, gute Nacht. Ciao. So, ich lande jetzt hier einfach mal. Ach nee, ich meinte, ich wollte hier nicht mehr hin, weil das ja so gebackt hat hier. Ja, das ist ein schöner Name, den mag ich. Was ich jetzt, stimmt, was ich jetzt machen will, ist den Signal Booster zu benutzen. Hier jetzt mal einen nach einem Monolithen suchen. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Was bekommen wir? Ich. Hä? 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 Monolith. So, habe ich den Dagger bei mir? Ja, habe ich. Letters, runes, learn language. So, jetzt geht's ab. Felix. Du gehst offline. Ich finde den Portal sofort. Eine Stunde. Oh Gott. Ich muss raus.
Und... da ist ein Portal! Yeah! Puh! Ich höre doch irgendwo Schritte. Und ich höre Tiere. Aber wo sind sie? Ah, da oben. Oh! Was ist... okay.